Tradingbörse der Euro im Spannungsfeld selben Sie seltsam kennen Sie oder die seltsam kennen Sie nachdem der Euro 2012 eine stramme Berg- und Talfahrt hinter sich hatte, scheint er sich 2013 stabilisieren zu können. Gegen Währungen, die wie der japanische Yen massiv unter Druck geraten sind, konnte der Euro ordentlich an Wert zulegen. Gegen andere wie etwa den Schweizer Franken musste er jedoch federn lassen. Die entscheidende Frage ist nun, wie könnte es weitergehen? Euro gegen Schweizer Franken. Der Chart des Währungspaares im Jahr 2012, insbesondere im zweiten und dritten Quartal, sah eher aus wie das EKG eines Patienten, dem der Exitus ereilt. Genau diese kaum vorhandenen Kursbewegungen werden als Handelsspannen bezeichnet. Doch plötzlich erwachte der Patient zu neuem Leben. Das erste Mal seit über einem Jahr schaffte es der Euro über die Marke von 1,2200 Schweizer Franken, Bild 1. Da dies offensichtlich einige Marktteilnehmer überraschte, folgte eine sehr schnelle Aufwärtsbewegung, auf 1,2570 Franken je Euro. Seitdem bewegt sich der Kurs wieder in einer Art Handelsspanne, allerdings auf höherem Niveau. Nun gibt es zwei Szenarien, die für die nächsten Monate vorstellbar wären. Entweder pausiert der Euro nur kurz in seiner Aufwärtsbewegung oder aber er handelt auf absehbare Zeit in einem überschaubaren Korridor. Trader, die der Meinung sind, dass letzteres Szenario am wahrscheinlichsten ist, sollten ein Auge auf Inline-Optionsscheine, Double Notage, werfen. Dazu finden sich einige Produktbeispiele in Tabelle 1. Auf der Unterseite wird die Schweizer Nationalbank weiterhin die Marke von 1,2000 Franken je Euro unter allen Umständen verteidigen, sodass das Risiko dort begrenzt sein sollte. Auf der Oberseite gibt es Analystenstimmen, die Kurse von bis zu 1,4000 Schweizer Franken für durchaus möglich halten. Um dies jedoch Realität werden zu lassen, müsste die Furcht vor einem Auseinanderbrechen des Euro völlig aus den Annahmen der Investoren verschwinden. Seit Beginn der Finanzkrise wurden Schätzungen zufolge 200 Milliarden Franken als sicheres Hafeninvestment in der Schweiz angelegt, davon laut Prognosen allein im Jahr 2012 rund 140 Milliarden Franken. Zum Großteil schlummern diese auf unverzinsten Konten. Sollte ein massiver Abzug dieser Gelder aus dem Schweizer Franken stattfinden, hätte dies wahrscheinlich stark steigende Kurse des Währungspaares zur Folge. Trader, die diese Möglichkeit in Betracht ziehen, können sich beispielsweise mit WIFs Unlimited für dieses Szenario positionieren. Erwähnt sei allerdings, dass die Schweizer Nationalbank zur Verteidigung der Barriere bei 1,2000 Franken je Euro in großer Menge Euro-Anlagen ankaufen musste, von denen sie sich auch schon bei derzeitigen Kursen mit Gewinn wieder trennen könnte. Euro gegen japanischer Yen. An diesem Währungspaar ließ sich wie selten zuvor im Devisenhandel eine starke Abwertung mit Ansage beobachten. Dies war sogar schon Thema bei Zertifikate aktuell. Im deutschen Anlegerfernsehen am 19. Dezember 2012. Seitdem sich in Japan Neuwahlen abzeichneten und insbesondere, nachdem sich herauskristallisierte, dass Shinzo Abe wieder Ministerpräsident im Land der aufgehenden Sonne werden würde, hat der Yen eine beeindruckende Talfahrt hingelegt. Die Aussage, in ordentlicher Größenordnung Yen zu drucken, der große Nachtragshaushalt zum Zwecke eines massiv mit neuen Schulden finanzierten Wachstums und die geplante Maßnahme, so lange japanische Staatsanleihen zu kaufen, bis die Inflationsrate auf 2% steigen würde, sind Aktionen, die den Yen tendenziell schwächen mussten. Nun schien es aber, dass der Widerstand verschiedener Länder, die vor einem Währungskrieg warnten, die Abschwächung des Yen kurzfristig verlangsamte bzw. sogar eine Gegenbewegung zur Folge hatte. Beim G20-Treffen in Moskau wurde Japan nicht wie vermutet an den Pranger gestellt, sodass der Yen unmittelbar danach wieder Schwäche zeigte. So könnten zwar auch hier interessierte Trader über ein Engagement in Inline nachdenken, sollten dabei aber tendenziell die Barrieren großzügiger bemessen. Allerdings sollte auch erwähnt werden, dass Käufer von Inlinern diese momentan relativ günstig erwerben können, da die im Optionsmarkt gehandelten Optionen zu hohen Volatilitäten gepreist sind.
Je höher die Volatilitäten, desto billiger tendenziell die Inline-Optionsscheine und umgekehrt. Außerdem hat der Investor mit Inlinern in Zeiten hoher Volatilität einen höheren Zeitwertgewinn zu seinen Gunsten. Allerdings stehen dem auch hohe Risiken gegenüber. Investoren, die auf eine weitere Abwertung des Yen setzen und etwa meinen, dass Japan ohnehin keine andere Wahl bleibt, als über die Verbilligung seiner Währung aus der langjährigen Malaise herauszukommen, können sich mit WIFS Unlimited oder auch anderen Hebelprodukten dementsprechend positionieren. Euro gegen US-Dollar. Nach der nur von kurzen Konsolidierungsphasen unterbrochenen Aufwärtsbewegung des US-Dollar je Euro, von 1,2050 Ende Juli bis auf 1,3700 Anfang Februar, hat sich der Kurs in der Folge etwas abgeschwächt. Die in den Medien kursierenden Meldungen über einen weiteren notwendigen Schuldenschnitt für Griechenland, die Diskussion um Hilfe für Zypern und potenzielle Implikationen politischer Geschehnisse in Italien raubten dem Euro etwas Rückenwind. Zudem warf dies bei einigen Tradern die Frage auf, ob die Euro-Stärke substanziell gerechtfertigt ist oder eben nicht. Daher werden auch in Zukunft die Verlautbarungen der US-Notenbank, Fed, und der Europäischen Zentralbank, EZB, mit Argusaugen betrachtet. Schließlich ist der Großteil der Kursbewegungen sicherlich auf Äußerungen von Mario Draghi und Ben Bernanke zurückzuführen. Die Stimmung unter den Marktbeobachtern und Analysten ist extrem geteilt. Die einen erwarten eine Fortsetzung der Euro-Stärke und ein wachsendes Zinsgefälle zwischen der Eurozone und den Vereinigten Staaten zugunsten des Euro, die anderen sind eher der Ansicht, dass die Konjunkturdaten in Amerika besser ausfallen werden als die der Eurozone. Somit wäre die Fed regelrecht gezwungen, die derzeit lockeren geldpolitischen Zügel etwas anzuziehen. Es ist schwer zu sagen, welches Lager recht haben wird. Auch hier können Trader, die in naher Zukunft eher Unentschlossenheit an den Märkten, die also Seitwärtsbewegungen, erwarten, einen Blick auf Inline-Optionsscheine werfen. Es gibt hierfür verschiedene Rendite-Risikoprofile, ein reichhaltiges Produktangebot. Natürlich gibt es auch für Trader, die eine klare Meinung zu diesem Währungspaar haben, sowohl für steigende als auch für fallende Notierungen, passende Produkte im Angebot. Für Freunde eher exotischer Währungspaare bietet Deutsche Asset und Wealth Management unter anderem Hebelprodukte auf den chinesischen Renminbi. Basiswert WKN obere, untere Barriere Laufzeit maximal. Rendite PA maximal. Auszahlung Briefkurs CHFDX 54KX 1,2500-1,2120 CHF 3. Mai 2013, 683,51% 10 Euro. 5,28 Euro CHFDX 54L4, 1,2600-1,2160 CHF 3. Mai 2013, 530,00% 10,00 Euro 6 Euro alle JPYDX 529K 131,00-110,00 JPY 5. Juli 2013 329,76% 10 Euro 4,97 Euro alle JPYDX 529F 134,00-115,00 JPY 7. Juni 2013 259,04% 10 Euro 6,22 Euro